Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Voraussichtlich mache ich jetzt noch zwei Folgen in dieser Aufnahmesession. Ganz kurz, ich muss mal Fenster ein wenig auf Kipp setzen, denn es wird frisch im Sommer. Muss man ja sein, ne? Na gut, Sommerzeit geht ja auch jetzt ein wenig rum. Langsam kommt ja eher der Herbst, ne? Ne, Quatsch. Sommer, Frühling. Der Frühling, der Herbst ist ja danach, oder? Sommer, Frühling, Herbst, Winter. Sommer, Frühling. Ne, Quatsch, Herbst ist nach Frühling. Hä? Mein Gehirn. Egal. Ja, wir sind immer noch hier auf dieser Insel. Ich werde jetzt hier nicht runterjumpen. Jump, jump. Scheiße, Alter, ich hasse das. Das ist das, was ich als einziges wirklich hasse. Weil hier, ich kann das nicht abbrechen. Was ist das? Hallo? Normalerweise muss man immer bis zur Spitze einer... ja, Aussichtsplattform klettern, damit man das sich angucken konnte. Also, dass man nicht so dieses Hängen das Problem war. Und jetzt ist das mittlerweile, naja, ihr seht ja. Klitzekleines Problemchen. Ja. Gut. Könnte beim nächsten Mal auch schneller gehen, wahrscheinlich. So, wir holen uns jetzt noch ein Kanickel. Ahoi, Kenway. Müsst ihr abtauchen? Nein, ich muss das Kanickel hier erwischen. Was zum Glück leichter geht jetzt mittlerweile in dem Teil. Denn, und jetzt kommt es, genau, ihr habt schon gesehen. Da muss ich aber lange gedrückt halten. Dann komme ich mich viel schneller dahin. Wir können endlich den Rauchbeutel 2 machen. Können wir bestätigen? Und ab dafür. So. Gerade mal geguckt. Jetzt kommt noch der Berserker. Dafür brauche ich Kapuzineräffchenpelz. Dafür brauche ich Knochen des großen weißen Hais. Jägermontur ist dasselbe Problem. Weißer Jaguarpelz brauche ich da. Und rote Affenpelz. Also einiges brauche ich da noch, bevor ich dazu komme. Und natürlich, wir machen die Pfeile auch wieder voll von den Berserker-Pfeilen. Kann sich nur um Sekunden handeln. Ist ja auch so, ne? Ich spam das halt hier in einem durch. Ich würde ganz gerne auch ein wenig mit Speedruns anfangen. Ganz kurz. Wartet kurz. Erwähnt, ja, ich weiß. Jetzt denkt ihr so, was? Du Speedrun? Na, keine Speedruns im klassischen Sinne. Fortuna's Sieg. Also ich werde nicht irgendwie versuchen, Bestzeiten aufzustellen oder so. Außer ich merke, okay, es könnte klappen. Dann versuche ich es, aber ich sage euch gleich vorweg, never ever with me. Mein also, Freund, wollt ihr untertauchen? Und wenn, dann ist es halt wirklich eine Glückssache. Zum einen werde ich auch Speedruns machen, die halt so nicht, glaube ich, zum größten Teil gewertet werden, weil die meisten davon mit Quit-Outs bestehen. Heißt, ich muss das Spiel komplett einmal quasi schließen und wieder starten. Das mache ich halt, wie gesagt, sobald ich auch einen neuen Rechner habe. Deswegen kann man deswegen auch keine Sorge haben. Aber wie gesagt, momentan ist das erstmal nur noch Planungssache. Deswegen, also,
Hab das einfach mal im Hinterkopf. Und ich muss sowieso gucken, wie ich Konsole aufnehme. Weil einen Emulator besitze ich bis heute immer noch nicht. Also einen vernünftigen, meine ich. Echt jetzt? Hallo. Okay, wie komme ich? Hallo? Kenway, meine Güte. Manchmal ist er aber auch ein bisschen eingeschränkt, was die Bewegung anbetrifft. So, ganz gut. No irás a ningún lado. Así aprenderán. Así aprenderán. Seguido así. Bien hecho. Así aprenderán. Así aprenderán. Ya basta. Estupendo. Eso ha sido estupendo. Dadle solo. Así aprenderán. Tavern freigeschaltet. 7 von 8. Wir haben's bald, Leute. Wir haben's bald. Gut, gut. Grandios, dann kann ich ja hier noch die 2 Kisten mitnehmen, wenn ich schon hier bin. Why not, ne? So. Gerade frage ich mich allerdings, wo denn der 4. sein soll. Ach, wahrscheinlich irgendwo da hinten. Moment, ich gucke einfach auf der Karte. Das ist mir jetzt blöd. So. Jetzt haben wir jetzt zum Großteil alles erledigt. Ich markiere mir mal eben schnell das Fragmentstück. Oh, könnte man theoretisch auch per Schwimmen erreichen. Ich lasse es aber mal lieber. Boah, Prost Mahlzeit. Es tut mir leid, dass es mir gerade passiert, aber mir kommt es gerade wieder sauer hoch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Was ich aber weiß, dass ich gleich mal Licht anmache. Es ist nämlich tappenduster in meinem Zimmer gerade. Und Bildschirm, der hell ist mit Tappenduster. Captain ist am Ruder. Warte mal, was? Bildschirm, der hell ist, ja doch. Mit Tappenduster Zimmer ist eine schlechte Kombination. Ich sag nur Augen schon, ne? Deswegen gucke ich immer auch zwischendurch mal ganz kurz vom Bildschirm, leider Gottes weg. Was nicht immer praktisch sein kann. Gut. Gut, gut. Für das andere Ding werde ich ja wahrscheinlich wieder mich rausporten, ne? Oder was ist denn hier gerade das nächste, was denn noch anliegt? Fragment und Kiste. Ja, werde ich mir einfach nach vorne zu der Insel wieder begeben. Klippe voraus! Ausweichen, Captain! Das ist jetzt nicht sein. Ihr wisst auch noch, in der einen Folge habe ich erwähnt mit der Motte, ne? Jetzt schwört die hier schon wieder herum. Natürlich exakt dann, wenn ich das Fenster schon. Alter. Flieg mir nicht in die Fresse, flieg einfach aus das scheiß Fenster, du scheiß Mistviech von Motte. Mann, triggert mich das jetzt. Jetzt wird wieder hier arschkalt drinne. Ach, ich krieg noch eine Krise heute.
Ich habe zwei Optionen. Entweder mache ich sie zu Preis und Motto. Das heißt, ich klatsche mit einer Fliegenklatsche nach der. Oder ich warte jetzt, bis sie rausfliegt und mache dann die Aufnahme fortsetzen. Was halt totaler Blödsinn ist. Was ich auch weiß. Keine Sorge, Leute. Aber trotzdem, es triggert mich ungemein mit dieser verdammten Motto. Ich kriege eine Krise. Ich mache einen kurzen Cut, Leute, es tut mir leid. Ich muss sowieso in jede Folge nochmal reingucken. Das wird beim Schneiden und Rendern richtig lustig, aber hey, bringt ja nichts. Und wenn ich es mal vergesse, es tut mir leid. Habt ihr wenigstens noch mal was zu lachen. Obwohl, erledigt sich das gerade wieder? Nee. Oder? Keine Ahnung. Ich lasse einfach laufen, ist auch egal. Boah, ey. Ja, ich möchte bitte eine Schnellreise dahin. Wirklich, Leute, mich triggert das halt ungemein, dass so ein Mistviech von Motte, genauso auch Fliegen oder sonst ein Scheiß, ne? Man macht Fenster schon auf, damit das Gesocks, also das Viechgesocks hier wieder rausfliegen kann. Und wozu? Ja, quasi für nichts und wieder nichts, weil es nicht rausfliegen tut. Ich kann es nicht nachvollziehen, ne? Nur noch mal so erwähnt sein, ne? Dann muss ich kurz noch mal überlegen, was ich machen wollte. Ach ja, genau. Genau. Ich kriege eine Krise, Leute. Das tut mir leid. Der Tag war einfach schon wieder zu lang. DZW zu kurz. DZW alles. Oh Gott, ich frustet das gerade hart. Moment, habe ich in der einen letzten Aufnahme gesagt, Montag? Ich glaube, ich hätte sagen sollen, Montag nächste Woche, ne? Ich bin ein bisschen hinterher, was die Rechnung anbetrifft. Ich habe immer 5 Folgen so gefühlt auf Lager. Und wenn ich natürlich für die nächste Woche schon aufnehme, lade ich automatisch Montag. Dabei ist das ja eigentlich Montag in einer Woche. Irgendwie Panne. Aber total. Ist auch egal. Solange hier ein Fortschritt zu sehen ist, sprich das Spiel auch mal weitermachen würde. Gerade wäre es zumindest ganz schön. Ja. Ach, egal. Wenn ich heute 2 Aufnahmen mehr mache, kann ich sogar noch mehr schaffen. Auf jeden Fall kommt The Binding of Isaac bald wieder zurück. Ab nächsten Monat startet es nämlich wieder. Ich musste halt nun mal eine Auszeit davon haben, weil wie gesagt, das hat mich halt auch ein bisschen hart gefrustet, dass ich da jedes Mal ja die Chancen und die Möglichkeiten verhauen habe. Segel setzen! Lasst uns Fahrt aufnehmen! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Wir reiten den Wind so gut sie es kann! Steuerbord, treibt gut! Sieht wie Beute aus! So, gut zu wissen, dass ich auch sowas nur einsammeln kann, wenn ich hingucke. Ja, dann gehe ich zu dem Fragmentstück, von da aus dann rüber zu der Klauch,
Klauch. Hm? Taucherglocke, dann rüber zu der Kiste. Entschuldigung, das war wieder das Mottengefieß. Gezeug. Ne? Hier, ihr wisst Bescheid. Also wird jetzt wieder gerade ein bisschen Zickzack. Hallo. Ich wollte schnell dran vorbeifahren. Aus dem Grunde, dass ich nämlich nicht so lange in deren Sichtfeld bleibe. Flieg einfach raus, du scheiß Mist. Erst die Trab- und Bramsegel! Keine Ahnung, was du bist. Alle Segel bergen, habt ihr nicht gehört? Nächstes Ding schon mal markieren. Ah, Rücken. Aua. Jetzt hat es gerade im Rücken ganz kurz gecheckt. Keine Ahnung warum. Boah, das... Captain steuert. Ich höre auch statt, dass ich dusche, habe ich in einer Folge erwähnt, könnt ihr auch stattdessen einfach baden gehen. Ist ja halt stressig genug ständig. Öffnen und trimmen! Segel setzen! Ich glaube, ich gehe baden. Setzt alle Segel, die wir haben! Spare ich mir ein bisschen Zeit, muss zwar dann die Wanne wieder ausputzen. Sieh nur, Captain, die See erhebt sich. Aber hey, wie, was, wo, wie? Oh nee, nicht wieder sowas. Ich will nicht irgendwie solche Wellen oder so wieder haben. Gerade kann ich das gar nicht gebrauchen. Tja, Ubisoft, dann habe ich euer System durchgeschaut. Ich kann nämlich bei stürmischem Wetter offensichtlich schnell Reise machen. Jetzt muss ich aber die Tauchglocke ja komplett mitnehmen, stelle ich gerade fest, denn hier hinten hin werde ich nicht ein zweites Mal hinfahren. Einfach aus Prinzip schon nicht. Gebt dem Wind nach! Wir Segel bergen! Gerade mal hoffen, dass es kein lineares Ding ist. Sprich, dass es einfach. Ja, einmal rein, runter sammeln und wieder raus ist. Ach ja, und sehr schön. Es ist sogar recht wenig sogar. Gut, dann darf ich auch die Karte kriegen. Und das ist genau wie ich dachte. Verdammt. Entschuldigung. Aber das ist echt anstrengend. Puh, alter Vater. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt fährt auch noch ein LKW vor meinem Fenster. Egal. So. By the way, ich bin auch noch punkto Speedrun. Bin ich sowieso noch die Begriffe lernen. Also sowas wie Out of Bounds und so weiß ich ja schon. Ne? Oder. So, also wie ein Clipping-Fehler oder so ein Kram, das weiß ich auch schon, was das bedeutet im Endeffekt.
Darauf werde ich aber dann im Detail nochmal eingehen, wenn es dann soweit ist, da ich mal sowas mache. Bis wir auch besprechenderweise natürlich das Spiel dazu passt, zu den Begriffen. Wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel habe, wo das nicht drin vorkommt, dann brauche ich es auch nicht im Detail besprechen. Hold there! Get ye back here! Habt ihr selber gerade gemerkt, oder? Was ich da für ein Problem hatte? Alles klar. So, jetzt muss ich gerade mal engere Kurven ziehen. Ist ja irgendwie selbsterklärend, warum. Hallo? Was ich ja bei dem Spiel so super kann. Nein! Ach, ich hasse dich. Ich hasse dich so hart gerade. Edward Kenway, der Kletteraffe, ne? Also echt jetzt.
So. Gut, dann haben wir jetzt doch noch irgendwas erreicht, glaube ich. Fortunas Segen. Gut. Boah, ich merke schon, ich muss dann nochmal ganz kurz auf ganz viele Inseln rauf. Dann ist ja doch gut, dass man die Schnellreisepunkte macht. Weil es ja doch wieder relativ wichtig ist anscheinend. Ja, komm. So. Jetzt nochmal die Übersicht holen. Das heißt, ich gehe von da aus. Öffnet die Hauptsegel! In die Banken, da auf dem Meereskonzert! So viel Segel wie ihr könnt! Ich kann mich ja später nochmal um die ganzen Stellen da kümmern, um die ganzen Tauchglocken. Wie ich am Anfang darum gebettelt habe und jetzt die irgendwie auslasse zum größten Teil, ne? Aber bringt ja nichts, ich muss mich beeilen. Ich muss mich sputen. Und ich muss auf jeden Fall auch nochmal meine Frisur demnächst mal in Ordnung bringen. Wir segeln. Nehmt die Rahn aus dem Wind! Großsegel rein, Bramsegel reffen! Ach komm schon. Das soll doch jetzt ein schlechter Witz sein gerade. Alter. Hallo, springen. Ist das dein verdammter Ernst? Ganz ehrlich, Ubisoft, was habt ihr euch bei solchen Spots gedacht? Ich weiß nicht, ob die Spieletester das besser hingekriegt haben als ich, aber... Irgendwie kommt das nicht hin. Hallo? Gut. Kam was, was es gerade eben war. Egal. Es bleibt noch die Kiste da unten. Oh, bitte die Markierungen hinsetzen. Und dann haben wir auch wirklich das auch geschafft. Oh Gottes Willen, ich merke gerade so leicht, wie die Erleichterung rüberkommt. So von wegen, bald haben wir es durch. Gott, ich werde auf jeden Fall nicht die nächsten Assassin's Creed-Titel anhängen als nächstes. Also, Assassin's Creed ist für mich erstmal für lange Zeit erstmal gestorben, eine gewisse Zeit, weil ist doch langsam sehr aufwendig, die Zeit, die ich reinstecke, auch. Es reicht auch, weil ich halt sehr viel dran herumschnibbeln muss, leider Gottes. Aber Alter. Großsegel, los geht's! Mehr bis jetzt Segel ist gerade der Teil für mich irgendwie immer noch beste. Obwohl ich die anderen Titel immer noch nicht auf 100% habe, ne? Ich muss das noch nachholen. Bitte will mich beeilen, es nachzuholen. Warum? Außer halt nicht, das Schiff da drüben hat mich erkannt und deswegen. Festmachen und zwar ordentlich. Leesegel einholen! Aufändern! Alle klar zum Bergen! Natürlich wieder gerade der letzte Zentimeter quasi, ne? Der gefehlt hätte. Egal. Ich glaube aber, ich darf wirklich dazu sagen,
Erfolgreich. So, was sagt denn überhaupt die Karte gerade? Die sagt wahrscheinlich, wir sind jetzt hier komplett. Genau, jetzt fehlt mir halt nur noch der Punkt als erkundet. Hier drüben habe ich ja schon alles erkundet. Gut. Dann bleiben nur noch diese zwei Spots, die hier gerade noch versteckt sind. Und die Festung. Dann habe ich die Karte komplett aufgedeckt. Wie auch erkundet bis dato. Dann bleibt eigentlich nur noch zu guter Letzt zu machen. Ach ja, genau. Die ganzen Sachen auch noch abzuhaken komplett. Sprich, ich sollte vielleicht mich jetzt in den nächsten Folgen, wenn ich gleich auch allerdings wieder Mission mache in einer der Folgen, darauf fokussieren, danach mal ein paar Spots fertig zu machen. Ich glaube, ich mache mal die Taucherglocken als nächstes komplettieren. Ich glaube, das macht Sinn, ne? Gut, egal. Ich muss auf jeden Fall ins Auge des Sturms, so in etwa. Also sprich, Schwissen Feindverkehr, könnte man auch sagen. Oder. Und kommt da der fliegende Holländer oder warum ist hier Nebel? Nein, Spaß. Okay, doch nicht mehr lustig. Ich muss mal ganz kurz auf der Karte gucken. Haben wir hier irgendwie... Nein, eigentlich nicht. Okay. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Wiegen, Junge. Wiegen, als würde sie sonst bald schreien. Sowas hasse ich ja, ne? Steuerbord, Captain. Da treibt Beute vorbei, Captain. Wir zerschellen an Lanzer! Alle außer Großbergen! Holt sie nieder, raus aus dem Wind! Großsegel! Herr Segelmänner! Ach, gerade kapiert, dass das Minen sind. Entschuldigung. Der sieht man zu spät. Alle Segel reffen! Topsegel aufgehalten! Vieren und Fahrt aufnehmen! Raus aus dem Wind! Haltet kräftig dagegen! So, nächster Spot, den ich erkunde. Huch! Gut, jetzt darf er es ruhig sagen. Jetzt kommt, er sagt es halt nicht, weil ich einfach reingekommen. Ich darf halt nichts sagen, ne? Es ist halt wieder so typisch Ubisoft. Sagt man nichts, passiert nichts. Sagt man was, dann sagt er sofort was. Ne? Egal. Was ist das denn für ein Symbol? Moment mal, das kenne ich ja gar nicht gerade. Piraten retten. Oh, doch, das kenne ich. Das habe ich doch schon lange wieder gesucht. Got him sighted! Ich? Ich bin nicht mal Seemann. Du bist doch Miss Sugar. Beginne mich, Thorn. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Gut, gut. Ja, das muss ja jetzt sein, ganz kurz, ne? War jetzt nicht so hundertprozentig wichtig, aber es war schon relevant. Könnte bitte der Sound aufhören? Danke. Ich weiß, dass es wieder ein Bug war, aber trotzdem. Das triggert ja einen doch dazu, zu sagen, ob mal fertig ist oder nicht. Okay, da darf man nicht reinfallen. Oder nicht drauf reinfallen. Okay. Warte, bin ich jetzt so weit abgekommen oder... Nein, ich bin gerade einfach nur blöd. Komplett blöd. Okay, ich mach gleich Fenster zu und dafür gleich mal Licht an. Na gut. Ich will eigentlich nur zum Aussichtspunkt, ne? Es ist halt gerade ein bisschen... Was ist denn heute los mit Sprechen? Problematisch. Gottes Willen, ist auch nicht so schwer. So. Da darf ich echt beim Klettern keinen Fehler machen, ne? Egal, dann... Dafür das hier erstmal. Ich, also ihr seht es zwar nicht, aber ich schüttel gerade einfach nur mit dem Kopf, weil ich denke so... Ubisoft, ernsthaft?
Egal. So. Ich muss gerade auch mal drüber nachdenken, wie ich überhaupt gerade da hinkomme. Gerade schon, weil man nicht mal so viele Chancen hat, aber ja, ich sehe gerade. Ich bin einfach nur blöd gelaufen. Hier geht es nämlich einfach weiter hoch. Das heißt, hier irgendwo, Moment. Ich meine natürlich hier irgendwo natürlich. Okay, bevor ich mich noch weiter blamiere, gehe ich lieber doch jetzt zum Aussichtspunkt. Kisten hole ich mir später. Das reicht, weil schon wieder viel zu viel Zeit in dem Part geflossen ist, ne? Ich guck mal ganz kurz nach. Hör mir auf mit dem Farbschema. Und ja, es ist zu viel Zeit reingeflossen. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao!